gibt die Lösungsmenge folgender Gleichung an. Die Grundmenge ist gleich die Menge der rationalen Zahlen. 8x plus 2,15 ist gleich 16x minus 6,85. Wie bei dieser Gleichung auffällt, haben wir auf der linken sowie auf der rechten Seite eine Variable x. Und solche Gleichungen lassen sich eigentlich in wenigen Schritten lösen. Schritt 1. Man vereinfacht zuerst die linke und die rechte Seite so weit wie möglich. Schritt 2 wären dann die Strichumformungen. Das heißt, ich bringe die Zahlen mit Variable auf die linke Seite und die Zahlen ohne x, also ohne Variable, auf die rechte Seite. Schritt 3 wäre dann die Punktumformung. Das heißt, ich teile durch den Zahlfaktor vx. Und Schritt 4, die Lösungsmenge bestimmen. So, schauen wir es uns näher an. Schritt 1, vereinfache. Ich gucke mir die linke Seite dieser Gleichung an. Also links vom ist gleich. Hier habe ich stehen 8x plus 2,15. Hier ein Term mit Variable, hier ein Term ohne Variable. Terme dürfen wir aber nur addieren, wenn sie in ihrer Variable gleich sind. Da sie hier nicht gleich sind, dürfen sie logischerweise auch nicht addieren. Damit können wir auch nichts weiter vereinfachen. Das gleiche gilt für die rechte Seite der Gleichung. Hier haben wir stehen 18x minus 6,85. Ebenfalls hier mit Variable, hier ohne Variable. Also dürfen wir nichts subtrahieren. Damit wäre die Vereinfachung abgeschlossen. Kommen wir zu Schritt 2. Ich will jetzt diese Gleichung so verändern, dass alle Zahlen mit x auf der linken Seite der Gleichung stehen und alle Zahlen ohne x auf der rechten Seite der Gleichung. Das erreiche ich über die Äquivalenzumformung. Ich verändere jetzt die rechte Seite so, dass hier diese 16x rausfallen. Und wie schaffe ich das? Hier stehen plus 16x, also gehe ich einfach her und ziehe 16x ab. Allerdings, alles was ich auf der rechten Seite mache, muss ich ebenfalls auf der linken Seite machen. Dann heißt die nächste Zeile also 8x minus 16x, das sind dann minus 8x. Und jetzt den Rest schreibe ich einfach ab. Plus 2,15 sind gleich und hier bleiben die minus 6,85 übrig. So, ich bin noch nicht fertig, weil hier habe ich noch eine Zahl ohne Variable stehen. Und die bringe ich jetzt mit der Strichumformung auf die rechte Seite. So, wie lasse ich das hier verschwinden? Ganz einfach mit der Umkehrrechnung mit minus 2,15. Ja. Dann habe ich hier stehen minus 8x. Die Zahl ist jetzt verschwunden, ist gleich. So, alles was ich hier links mache, muss ich natürlich auch hier rechts machen. Also auch minus 6,85 minus 2,15. Von einer negativen Zahl wird noch was weggenommen. Die Zahl wird also noch kleiner. Das sind dann minus 9. So, damit wäre die Strichumformung fertig. Ich habe auf der linken Seite meine Zahlen mit x und auf der rechten Seite meine Zahlen ohne x. Kommen wir zur Punktumformung, die einfach sagt, wir teilen jetzt diese Gleichung durch die Zahl, die vor dem x steht. Und das wäre diese Zahl hier. Vorzeichen nicht vergessen, die Zahl heißt minus 8. Also teilen wir auch durch minus 8. Dann bleibt in der nächsten Zeile noch übrig, x ist gleich und jetzt minus 9 geteilt durch minus 8, minus geteilt durch minus sind plus und 9 geteilt durch 8, das kann der Taschenrechner ganz schön ausrechnen, sind 1,125. Damit wäre ja auch die Punktumformung erledigt. Kommen wir noch zum Schritt 4, die Lösungsmenge bestimmen, das heißt einfach überprüfe, ob die Lösung tatsächlich auch in der Grundmenge vorhanden ist. 1,125 ist eine rationale Zahl und somit erhalten wir auch als Lösungsmenge die Zahl 1,125. Und an dieser Stelle sind wir fertig.